Leute und herzlich willkommen zurück zu WIG mit Milo 56. Und ich habe jetzt hier neben mir ein paar Fenster offen, das sind vier Stück. Das heißt, ich habe noch vier Nächte vor mir, bis ich das Spiel offiziell durchgespielt habe. Und wir werden jetzt auf zwei neue Leute treffen, die mich wahrscheinlich richtig abfacken werden. Und von einem, den ich noch nicht so richtig weiß, wie er richtig funktioniert. Also für die neu da sind, ist das sehr merkwürdig. Und zwar haben wir ja den einen vorher immer gehabt, das war dieser mit diesem Lächeln-Smiley halt. Und er hat einen Zwillingsbruder und den treffen wir jetzt. Und den sein eigenes Muster ist ziemlich strange. Aber wir fangen einfach mal an. Zudem haben wir noch einen anderen und ich muss mich ziemlich stark konzentrieren auf die Geräusche jetzt. So. Also, falls ich ein bisschen leise bin, tut es mir leid. Ich werde mich höchstwahrscheinlich erschrecken durch die schönen Aufflockerungen. Am Anfang werde ich noch die Kerze haben. Ich werde mich ein bisschen von der Brücke jetzt fernhalten am Anfang. Denn da scheint jemand in der Nähe zu sein. Und den möchte ich ungern wecken. Den möchte ich sehr ungern haben. Denn er ist nämlich schneller als ich. Und das will ich nicht. Okay. Wir setzen jetzt zwei Versuche rein. Mal gucken, ich habe eigentlich mir vorgenommen, jetzt das Weg durchzuspielen. Wahrscheinlich werde ich es eh nicht schaffen, aber wenn es mal wieder eine Nacht weg haben, das ist mein Ziel. Oder zwei Nächte, wenn ich eine kurze Pause mache. Zum Beispiel trinken. Ja, habe ich noch trinken, vielleicht was akustisch beruhigen von der letzten Nacht, die passiert ist. Und dann geht es auch schon los. Ich mal nicht hin. Noch ein Zettel. Don't wake him. Ach, scheiße. Ich werde die Streichhölzer noch nicht verwenden diesmal. Diesmal werde ich noch ein bisschen in den Dunkel rennen. Deswegen mache ich euch ein bisschen den Bildschirm ein bisschen heller. Das kann ich nämlich. Ich bin sehr gut. Das Schnarchen gehört. Okay. Katze ist weg. Okay. Oh, lol. Oh, ich hab Gänsehaut, lol. Okay, das Einzige, was mich... Okay, er stand zweimal hinter mir auf einmal, hoch plötzlich. Geh weg, bitte. Ich möchte keinen Stress, ich muss einfach den Zaun weg unbedingt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Orientierung verloren. Die Spiel verpasst ein Gänsehaut. Finde ich toll. Mm.
Ich werde schon ein bisschen hart penetriert gerade. Halbzeit. Okay. Der pisst mich ein bisschen an, ehrlich gesagt. Ich laufe hier die ganze Zeit hin und her. Ihr merkt schon, ich komme hier gar nicht weg. Ich brauche hier bloß hin und her laufen. Hat heute wieder Licht. Das ist das erste Mal, dass ich wieder eine Katze gefunden habe. Ja, Teleportation, super. Tschüss. Tschüssi. Bye. Das war's mit der Katze. Super. Oh scheiße, ich war nicht drauf vorbereitet. Oh, ich war nicht drauf vorbereitet. Wenn er das nämlich macht, was jetzt gerade passiert ist. Ich habe ihn sofort angeguckt und bin er sofort gestorben. Wenn das passiert, muss ich sofort weit auf den Boden schauen. Leute, verrat mir bitte, wie man so schnell reagieren soll. Ach Mann, ach nein. Ohne Witz, es war nicht schlecht. Ich war froh, dass ich die Katze gefunden habe. Durch die Teleportation hat sie mich halt zu Benny geführt. Das ist dieses Schnarchen, by the way. Ich darf, wenn ich ihn schnarchen höre, darf ich nicht zu nah sein an ihn. Denn ich müsste mich dann sofort straight umdrehen. Und er hat ja gerade, Lilith hat mich ja gerade zu Benny geführt. Und gerade kam, der, by the way, ist es Tom. Und gerade kommt Tom und wollte halt, dass ich mich nochmal umdrehe, dass ich nochmal zu ihm hingehe. Aber ich bin halt straight auf Tom zugelaufen, weil ich mich erschrocken habe, einfach vor der Attacke. Ah, ich hätte stehen bleiben müssen, auf den Boden schauen. Das war, glaube ich, die Rätsellösung. Oder halt allgemein auf den Boden schauen. So was, das man halt allgemein bei ihm machen musste. Oh, fuck. Seht ihr, man wird einmal quer durch die ganze Map teleportiert. Hört ein Schnarchen, man freut sich, dass man eine Kerze gefunden hat. Hört ein Schnarchen, denkt sich nur, ne, tschüss Kerze, bis am Arsch und dann stirbt man. Willkommen bei Vic. Und das ist noch nicht mal der anstrengendste Gegner. Der anstrengendste Gegner kommt erst in der nächsten Stunde. Och Mann. Oh. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich hab mich. Es geht eigentlich. Das Einzige, was halt noch kommt, diese Erscheinungen sind noch ein bisschen anpissend für mich. Das Schnarchen war okay. Ich hätte doch zur Brücke gehen können. Das Schnarchen hört man sofort, das ist sehr schön. Aber man hört auch alles andere. Meine Sounds sind ja nicht gerade sehr leise. Das hört ihr vielleicht. Ah, oh nein, diese Bodenattacke hat mich einfach richtig ausgenockt. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich Tom richtig verstanden habe. Und der nächsten Nacht ist halt Tim und Tom da. Tim ist jetzt nicht so hart. Tom ist doch schon ein bisschen schwieriger. Und dann ist noch jemand anderes da, der mich wahrscheinlich richtig fertig machen wird. Der mich am Arsch lecken wird dann am Ende. Okay, auf ein neues.
Auf die Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen. Diesmal bin ich vorbereitet, Tom. Diesmal bin ich vorbereitet. So, ich möchte nicht zur Brücke gehen. Ich möchte auch nicht dahin gehen, ich gehe hier hin. Ja, ich gehe lieber mal hier lang. Ich glaube, hier war nämlich letztens der Ort, wo ich immer die ganze Zeit rumgereist bin. Okay. Ach ja, nein, hier haben wir sogar noch eine Kerze. Na, dann bleiben wir gleich mal hier. Das Problem ist einfach bloß, wenn ich denke, sie sind weg, sind sie meistens noch hinter mir. Mach ich dann noch um. Okay, die Leute kommen. Konzentration. Ja, da war Tom, hi. Gänsehaut wegen Tom. Tom ist wahrscheinlich noch einer, der mich richtig fertig machen wird. Ich möchte gerne mehr diesen Zaun halten. Wieder Zaun auf, drehen wir um. Ich muss jetzt umdrehen, weil er da schläft, ja. Und gleich kommt wahrscheinlich Tom und will, dass ich mich umdrehe. Darum werfe ich jetzt schon mal die Katze weg. Denn die werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht. Die Attacke verbreitet mir Gänsehaut und dann, wenn er aus dem Boden kommt, macht er mich richtig fertig. Okay. Ja, komm, Streichschutz verwenden. Verschwenden. Scheiß drauf, YOLO. Hi, Baum. Ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre irgendjemand von denen. Alter, Hilfe. Paranoid. Mö. Ich will gar nicht weiterlaufen. Okay. Lilian ist da. Okay, Soundlag, nice. Halbzeit. Ich bin am Arsch. Ich werd gefickt jetzt. What the fuck? Nein, Tom. Fick dich, Tom. Alter, das Spiel verbreitet mir Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut gerade an meinen linken beiden Armen und kann dadurch nicht richtig handeln. Okay, wenn er aus dem Boden. Wenn er aus dem Boden kommt. Alter, als ob, Mann. Wenn er aus dem Boden kommt, sofort stehen bleiben. Nach unten gucken. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann testen wir das bei der nächsten Aufnahme. Hi Tom. Hi Tom. Hi Tom. Tom, bitte geh weg. Tom, bitte. Tom. Danke. Mein Gott. Tom. Tom macht mich gerade fertig, Alter. Und die nächste Nacht ist er nochmal dabei. Ne? Gibt es noch einen schwierigen Gegner, wo ich mich nicht umdrehen darf? Teleportation. Okay, jetzt bin ich gefickt. Schrecken, wenn Tom kommt.
Okay, so funktioniert das, Leute. Habt ihr es gesehen? Alter, diese Geräuschehilfe. Hier schnarcht's. Gehen wir weg. Oh, scheiße, ich sehe nichts. Ich bitte. Wow, ernsthaft? Dafür habe ich jetzt nicht verschwendet. Cool. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich werde bestimmt gleich sterben. Wenn jetzt nochmal Tom kommt. Danke. Oh, ich Schnee. Alter, wo ist der denn bitte überall? Wie bewegt das sich, wenn ich mich umdrehe? Ach, bitte nicht nochmal. Ach komm, Lilian, bitte. Geräusche vor allem. Oh, hier ist eine Wand. Ich weiß auch nicht, Linien kommen zwar, aber sie sind irgendwo. Oh, da ist er. Jemand von Typ spricht. Hi Linien. Tschüss Linien. Since junior high, when he joined some website and stopped caring about real life. Database searching yields multiple files for missing person in the area. One activates case file, missing person report 6. Okay. 3 Uhr morgens. Schlagen wir uns ganz gut. Ich bin glücklich und ich. Okay, Leute, das wird es erstmal gewesen sein. Puh. Der nächste ist noch anstrengender. Ich mache jetzt aber erstmal eine kleine Pause vom Weg. Dann machen wir später nochmal weiter. Wir haben noch 3 Nächte vor uns, Leute. 3 weitere Nächte haben wir noch vor uns. Bis jetzt läuft es ganz gut sogar. Hätte ich nicht gedacht. Ich wurde wieder erwischt. Verdient. Weil ich dumm war. Okay. So Leute, das war's erstmal vom Rick. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und mich leiden gesehen habt. Wem das ja schließlich gefällt hier. Oh, ich bin ein bisschen zittrig. Ich brauche wirklich erstmal kurz eine Pause. Und dann mache ich weiter. Ich werde wahrscheinlich jetzt immer mal so 2 Nächte spielen. Aber die letzte Nacht wird ja halt am schwierigsten. Ich werde mal gucken. Mal gucken. Okay, gut. Ich werde mich jetzt hier verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wieder Rick zu spielen. Auf Wiedersehen. Tschüss.